So, und jetzt freue ich mich über meine Talk-Gäste. Das ist einmal Friedrich Schönfelder, der Mann mit dem Gentleman-Image. Wie sagt man immer so schön dazu, in Film, Funk und Fernsehen, aber bei ihm muss man auch noch sagen, Theater kommt auch noch dazu. Und dass er das gerne mag oder nicht gerne mag, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Und Horst Wendland, der erfolgreichste deutsche Filmproduzent, den wir haben. Er liebt seine Zigarre, seine Frau, haben wir beides heute nicht dabei. Und natürlich seinen Job, aber auch den Jazz. Und beide verbindet eines, obwohl sie wirklich ganz gegensätzliche Figuren sind, möchte ich mal sagen. Beide sind Berliner. Das stimmt einfach. Friedrich Schönfelder, ist das nun, also ein Gentleman-Image ist doch eigentlich was ganz Tolles. Ja, es ist aber auch ein hartes Schicksal, weil man, ja, wenn man als Gentleman abgestempelt ist, dann kriegt man immer dieselben, oft etwas langweiligen Rollen. Die Gangster und die Verbrecher mit etwas verknifferen oder seltsameren Gesichtern haben es oft viel schöner. Die kriegen die besseren Rollen oft. Das ist ein Nachteil. Es hat auch seine Vorteile, natürlich. Aber es ist nicht immer gut, ein Gentleman-likes Aussehen zu haben. Gentleman-likes Aussehen, ein schöner Ausdruck. muss ich mir gleich merken. Nun gibt es ja auch Theaterrollen und Sie haben ja viel Theater gespielt. War es ja auch immer der Gentleman? Nein, also Gott sei Dank nicht immer. Ja, sehr oft natürlich, zum Beispiel bei Shakespeare, meistens die etwas langweiligeren Herzöge. Aber ich habe das zum Beispiel auch gespielt im Gaslicht, den Mann, der seine Frau leicht und aber mit Erfolg verrückt machen will. Nicht? War eine tolle, schöne Rolle, eine Charakterrolle. Dann habe ich gespielt hier in Berlin der Walzer der Toreros. Das ist auch kein Gentleman. Nicht? Das, nee. Und sowas macht nicht schon Spaß. Drin. Dann habe ich auch gespielt, zum Beispiel, um von diesem Image des Gentleman wegzukommen, den alten russischen Dachdecker in Einmal Moskau und zurück. Leider nicht in Berlin, aber in Frankfurt am Main. Und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, mal unrasiert und die Haare ins Gesicht und in Socken über die Bühne gelatscht und das Hemd hing aus der Hose raus. Eben nicht als Gentleman, sondern als normaler Saftsack da rüber zu gehen über die Bühne. Und das war... Was man von Ihnen weiß, Friedrich Schönfelder, dass Sie ja auch sehr viel synchronisieren. Wen zum Beispiel? Weltstars? Ja, Weltstars, obwohl man da nicht sagen, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe sehr oft synchronisiert Rex Harrison, David Niven, Vincent Price, James Mason, aber es ist so in diesem Gewerbe, man kann nicht immer da sein, wenn dieser Mensch gebraucht wird und nicht alle Synchronfirmen engagieren einen, wenn man den schon x-mal gesprochen hat, sagen die, nee, bei uns macht das Herr Schulze. Dagegen kann man nichts machen. Es ist für das Publikum ganz schlecht, denn die sind heutzutage so geschult, Stimmen zu hören, dass sie ganz aufgeregt sind. Moment, der Quincy spricht ja jetzt ganz anders. Ja Gott, Marquis ist tot, wer soll das denn kann man halt nicht? Machen, ja, aber klar. Solche Dinge passieren eben. Und wenn man einen nicht immer spricht, ist es ein bisschen schade, aber es geht nicht anders. Nein, ich frage auch nur deshalb, weil Sie da doch bestimmt auch mal Bösewichte synchronisieren, Sie also da austoben können, oder nicht? Ja, das passiert ab und zu. Im Moment habe ich keinen Bösewicht, im Moment synchronisieren wir eine amerikanische Serie, Harry's Nest. Die sehen leider sehr wenig Leute, die wird in super, wie heißt das, der Sender? Channel. Nee, ist ja auch egal, wir machen hier keine Werbung. Super RTL, glaube ich, ausgestrahlt. Das sehen wenig Leute. Wir sind hier beim ZDF und dabei bleiben wir. Da wird das leider nicht ausgestrahlt. Aber da synchronisiere ich eben einen sehr sympathischen, netten, gut aussehenden, aber sehr komisch sich gebenden Kinderarzt. Eine wunderbare Aufgabe. Haben Sie eigentlich jemals in einem Horst Wendland-Film mitgespielt? Ja, sicher. Besonders als Horst Wendland noch bei Arze Brauner war. Was kommt jetzt? Bei Arze Brauner war. Aber nein, wir haben Otto-Film haben wir zusammen gemacht, doch, nicht? Ja, dann den Professor gespielt. Nimm mal dein Mikrofon, das ist Erfolgversprechend. Ich habe Gentlemans gespielt. Ich
vertrottelten Professor. Nein, das war ein Tierpsychiater. Ein Tierpsychiater war ein vollkommener Ochse. Ja, wunderbar. Ja. Er hat auch einen eleganten Professor gespielt in Higgins in My Fair Lady. Schau lieber mich an. Horst, nein, wirklich. Du hast ja mal gesagt, Fernsehleute sind einfach nicht gut für den Film. Da hast du dir bestimmt was dabei gedacht, als du das gesagt hast. Wenn du es nicht mehr weißt, will ich es dir gerne sagen, was du gesagt hast. Nein, ich weiß genau, was du meinst, aber es stimmt. Ich weiß nicht, ob es hier unsere Leute interessiert. Film ist ein Medium. In der ganzen Welt gibt es Filmstars und gibt Fernsehstars. In Amerika ist das ganz besonders deutlich. Das heißt, Leute, die dort Filme machen, werden sie nie im Fernsehen sehen. Bei uns ist das umgekehrt. Bei uns gibt es Fernsehstars und keine Filmstars mehr. Es gibt keinen einzigen Filmstar, wo ich sagen würde, auf den kann ich setzen. Es gibt einen, das ist Loriot, weil er kein Fernsehen macht. Ja? Otto, kann ich sagen, nicht wahr? So lange war ein großer Filmstar, dann hat er eine Serie gemacht. Das muss man wieder probieren. Adolf? Mario spielt viel Fernsehen. Ja. Ja. Nein, ich will damit sagen, trotzdem ist er ein Star. Ist ganz klar, den ich in jedem Film nehmen würde für eine tolle Rolle und so weiter. Aber er ist ja auch in dem Sinne nun kein Filmstar. Das will er auch gar nicht sein. Er ist ein glänzender Schauspieler. Als Filmstar meine ich, was wir früher hatten, Ovi Fischer, Maria Schell und wie sie alle hießen, Lilo Pulver, nicht wahr? Die uns, Petra Schürmann und so weiter, nicht wahr? Das wollte ich nämlich gerade fragen. Komm, sei nicht so bescheiden. Ja. Nein, ich muss dich wirklich deshalb fragen, weil du hast dich ja nun tatsächlich getraut, mich als Fernsehmenschen in verschiedenen seiner Filme unterzubringen. Ich war immer die Tote, natürlich. Entweder wurde ich im Beichtstuhl ermordet oder ich wurde... Ja, okay. Nein, so ist Petra. Das hat ihm ein diebisches Vergnügen gemacht. Was gab es damals für ein Fernsehen, Peter? Es gab doch nur eine Ansagerin und dann warst du nach 5 Minuten weg. Nicht wahr? Also das war ja nicht Fernsehen. Heute ist ja Fernsehen, also überwältigend, kann ich nur sagen. Nicht wahr? Und da bin ich eben der Meinung, es ist ja alles probiert worden. Es sind Fernsehstars geboren worden, die großen Erfolge am Bildschirm haben. Mit denen hat man Filme gemacht und die sind alle in die Hosen gegangen. Ich will damit sagen, den Schauspieler und die Schauspielerin, die ich jeden Abend nun oder jede Woche im Fernsehen sehe, dafür zahle ich nicht 10 Mark und gehe ins Kino. Ja. Das ist das große Problem. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen auf Regisseure setzen, die Filme machen und wie Chabrol. Wissen Sie, ein Chabrol-Film war ein Chabrol-Film. Wer dort spielte, spielte keine Rolle. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir junge Regisseure aufbauen und die für den Film wieder zurückholen, vom Fernsehen weg, da können sie eh nichts werden, und denen eine Aufgabe geben. Und da glaube ich, dann kann man einen Erfolg machen. Sehr gut. Horst. Ja. Es geht ja immer viel zu früh vorbei. Ich muss... himself. Stan Wickham. Stan Wickham. Friedrich macht ja selber Jazz-Sendungen. Wie heißt die schöne? Jetzt leider nur einmal im Monat. Ich greife auf Platten und CDs von mir zurück und stelle Programme zusammen von Musik, die ich liebe, wo zum Beispiel sowas auch dabei ist, was wir heute hören. Jigs warst du auch schon dabei. Und dann bin ich glücklich, sitze allein im Studio, lasse meine Platten oder CDs laufen oder auflegen von irgendeiner reizenden Dame und spreche dazu meinen kleinen Begleittext. Und das macht einen irrsinnigen Spaß und es gibt viele Leute, die das hören. Man glaubt es kaum. Ja, na du nicht natürlich. Doch, du auch. Du hast ja wieder keine Ahnung. Nein, aber jetzt muss ich wirklich sagen, 1928 habe ich also gelesen. 1928 hat Friedrich Schönfelder zum ersten Mal seine Liebe zum Jazz entdeckt und da war ein Piano-Duo, Wagnerianer. Wo stand denn das? Das ist toll. Da man gab informiert es ein, sich ja. Ich weiß Kennst nicht, wer das? Das war. Nein, das ist ein Piano-Duo, die spielten den berühmten Pilgermarsch, spielten die verjazzt. Gleich danach kriegte ich Platten zu hören mit dem ganz jungen Louis Armstrong. Ich war auf einer Schule, ich hatte kein Grammophon, aber die etwas begüterteren Schüler kamen aus dem Urlaub von Berlin meist immer nach Hause, hatten dort in der Schule, wo wir waren, in Thüringen einen Koffergrammophon, nuddelten das auf und legten die neuesten Jazzplatten auf. Und seitdem bin ich ein Jazzfan. Ich hatte das Gefühl, das ist meine Musik. Das war toll. Welcome to the club. Thank you. Horst, möchtest du aufgenommen werden?
In den Jazzclub. Was kostet das? Nimm das Ding. Alles mit Geld hier, also gut verdiente Musiker. Was Geld kostet das? Ja. Ja. Es ist nur die Ehre. Nur die Ehre, ja. Du darfst bin sogar ich dabei. Zigarre die rauchen, Ehre da, oder? Alles, ja. Okay. Ich kann, sofort. Die Ehre und das Gesicht, ja, dafür gebe ich alles. Darf ich was sagen zum heutigen Abend? Locker. Du hast doch schon so viel gesagt. Na, ich wollte nur eins, muss ich loswerden. Stan Kenton hat gesagt zu Conte Condoli, nachdem der also zu spät kam, und der blies sein Solo wunderbar, I love you. Ich möchte sagen zu Jacques Wickham und der Rias Big Band, I love you all. Thank you. Ich kann nur sagen, was der alles drauf hat. Ja, nicht wahr? Ich möchte nur sagen, nicht wahr? Ich habe auf dem Schreibtisch so ein Bild stehen, ja, nicht wahr? Und da steht drauf, nicht wahr? Denke immer daran, dass Abraham Lincoln von einem Schauspieler ermordet wurde. Es könnte ein Schlusswort sein, aber wir lassen es ihm nicht. Weil, Jix, ich schicke dich jetzt wieder auf die Bühne zu Stan Kenton. Gut. Unserem legendären Sehr Tribute also, to Stan Kenton. Es war ein Genuss. Es war very nice. Danke. Und während er rübergeht, habe ich noch eine Frage. Horst, es ist ja bekannt, dass du die Leute nach deiner Pfeife tanzen lässt, aber kannst du auch ein Instrument spielen? Das war keins. Na gut, also dann sage ich nichts mehr. Wo ist mein Anwalt? Sag mal. Wenn ich jetzt spielen soll, dann muss ich meine Gage erhöhen. Ich brauche meinen Anwalt. Nein, ich kann keinen. Nicht. Spielen, nein. Und Friedrich Schönfelder, ich habe Blockflöte. Ihnen? Blockflöte. Ich habe und Trommel. Ich habe auf der Schule Flöte gelernt und Saxophon. Ich habe Altsaxophon gespielt im Schulorchester. Na. Aber das ist 100 Jahre her. Wir wollen auch nicht die Probe aufs Exempel machen, aber wir glauben es. Ja. Bedanke mich, war wunderschön, dass ihr da wart. Und Horst, du warst richtig klasse, ne? Ich habe ja gedacht, wir bändigen dich nicht, aber es... Danke dir. Küss dich. Danke. Danke, Friedrich Schönfelder. Und Jix weiter mit